Hey ho! Weiter geht's mit Flipperbau. V-Pin, V-Pin. Ob jetzt dieses Video vor dem nächsten Grillvideo oder nach dem nächsten Grillvideo rauskommt, keine Ahnung. Es kommt darauf an, wie schnell ich vorankomme, wie weit ich komme. Und naja, wir werden sehen. Auf alle Fälle möchte ich das Wochenende wieder schön grillen. Muss sein. Also, was machen wir heute? Ich fange an mit der Monitorhalterung. Also für hinten, für die sogenannten Backglazes. Zwei Monitore übereinander. Die habe ich euch ja schon gezeigt. Und dazu habe ich mir hier eine kleine Skizze gemacht. Also wirklich bloß ganz grob schnell mit der Hand rausgeschmiert. Ich zeige es euch mal. Ich hoffe, man kann das hier so halbwegs erkennen. Unten einmal ein quer Vierkantrohr, zwei Vierkantrohre nach oben. Ja, die sind jetzt seitenverkehrt aufgezeichnet. Dazwischen zwei Stück und dementsprechend gebohrt, dass die Monitore festgeschraubt werden können. Ja, und das Ganze mache ich hier aus dem V2A Material. Ursprünglich war noch geplant, wollte ich zuerst noch mit dem Vierkantrohr links und rechts rausgehen, um da die Lautsprecher drauf zu schrauben, aber die schraube ich direkt aufs Gehäuse drauf und fertig. Also ich mache das ganz einfach und ja, was soll ich sagen, ich hole mir jetzt die Säge raus und dann werden erstmal die Rohre zurechtgesägt. Ich brauche 2x 720 mm, einmal 540 mm und 2 oder 3x 60 mm. Ja, genau. Und ja, das mache ich jetzt. Ja, ohne Brille sehe ich nichts mehr. Und wem das hier herin alles etwas sehr grün vorkommt, liegt daran, dass ich hier zuletzt Bordwände in Fendgrün lackiert habe. Naja, egal. Ich stelle jetzt die Cam aufs Stativ. Habe übrigens meine gute Cam mit hinten, weil ja, bei der kleinen war der Akku leer. So ein Mist aber auch. Naja, nächste Werkstattvideo von hier hinten wird dann ja nicht in 4K sein. Gut, aber jetzt richte ich mir alles her und rein theoretisch ist draußen im Auto vom David auch schon das Kabinett, also das Gehäuse, wo der Flipper reinkommt. Das werden wir nachher auch noch sehen. Dazu stehen da hinten nämlich schon zwei Böcke. Jo, der erste Schnitt. Haben wir eigentlich schon Strom? Ja. Somit haben wir unser ja, Element fertig, was unten hinkommt. Und ja, gebohrt muss es noch werden. Aber das markiere ich mir nachher. So langsam sägen tue ich, damit man erstens das Sägeblatt länger hält, nicht wieder rausspringt und nicht kaputt geht. Da habe ich zuletzt viele Probleme gehabt, weil das ist, war so eine zweite Wahlsäge, aber mittlerweile funktioniert. Bin ich froh drüber und ja, ich säge jetzt alles zurecht und wenn ich alle Teile zurecht gesägt habe, zeige ich euch das. Ah, welch ein freudiger Tag! Leute, schaut mal, was hier ist. Hat mir der David gerade gebracht. Ja. David, ich muss sagen, die Kiste sieht mal richtig geil aus. Schreiner hin. Ja. Das sieht doch mal richtig sauber aus. Sehr geil. Also da bin ich jetzt mal echt froh, dass mir der David das Ding gemacht hat. Und David, ich bin ehrlich angenehm überrascht, dass es doch relativ schnell gegangen ist. Ja. Ja, ab und zu klappt. Und ja, da können wir gleich mal unser erstes Element gucken. Das kommt hier drauf. Ja, so in etwa. Und ja, die Lautsprecher kommen dann irgendwo da vorne mit hin.
Oder ich mache sie doch noch anders hin. Ja, das werden wir dann sehen. Wie gesagt, ein Drum nach dem anderen. Löcher etc. pp. Was schleppst du da raus? Ich hab's Säge. Jetzt, wo ich noch sägen muss und Lump und Teufel klaut der mir die Kappsäge. Ich glaub's ja gar nicht. Naja, Löcher etc. pp. Habe ich gesagt, bohr und schneide ich und säge ich selber alles rein. Nächste Woche hoffe ich, dass dann die Füße kommen, weil dann kann man den Flipper auch gleich auf die Füße stellen. Und dann kann ich nämlich hier entsprechend so, dass es für meine Hände, Patschhändchen, ganz bequem zum Flippern geht, kann ich mir das ausmessen. Okay, aber ich muss jetzt dann weitersägen. Bauteile werden soweit fertig. Ob ich hier jetzt 2 oder 3 oder 4 verschweiße von den Zwischenstücken, sehen wir dann. Ich tue es jetzt mit der Flex schnell entgraten. Ja, die ist auch grün. Und ja, danach geht es dann eigentlich schon weiter, dass ich das Blech, das Rohr hier anzeichne und hier die Löcher bohre. Und zwar einmal 50 und dann 170, genau. Die muss ich mal anzeichnen. Ja, dann kann ich die bohren und dann kann ich das eigentlich schon zusammenschweißen. Und wieder bohren dann die kleinen. Aber ich entgrate und wenn ich das entgratet habe, gehen wir erstmal raus vor zum Grill. Ja, der Grill feuert an, es gibt noch was. Auf dem Grill, auch in diesem Video. Geilomat. Angekörnt und mit einem 2 mm Bohrer, so sieht man es, vorgebohrt, also ganz leicht. Ja, und als nächstes werden die Löcher hier jetzt komplett durchgebohrt mit einem 8 mm Bohrer an der Standbohrmaschine. Gut, durchbohren und dann geht es eigentlich schon mit dem Schweißen von dem anderen Zeug weiter. Aber jetzt gehen wir erst einmal raus Richtung Grill. Tada, ist das nicht ein Anblick, der die Herzen höher schlagen lässt? Ja, Kohlen gleich gut und ich gucke mal dabei rein, was ich überhaupt grillen darf. Tja, Freunde, ursprünglich hat es geheißen, es sind Ribeye Steaks. Naja, mit viel Fantasie. Naja, egal, die hauen wir jetzt drauf. Ob sie jetzt ganz durch sind oder nur schön rosa innen, das ist jetzt eigentlich in dem Falle relativ, ja, so wie man sie halt hinkriegen, sind auch relativ dünn und ja, grillen, wenden, grillen, bis fertig. Und hinten war ich auch nicht ganz untätig, da habe ich mittlerweile die Achterlöcher reingebohrt in die Grundleiste und ja, den Rest habe ich schon mit Schraubzwingen zusammengezwingt. Und da hole ich jetzt dann das Wickschweißgerät raus und ja, nach dem Essen geht es dann eben mit dem Wickschweißen weiter. Um ein bisschen Farbe hinzukriegen, müssen wir natürlich jetzt ein bisschen Kompromisse eingehen. Die sind natürlich sehr dünn, aber ja, die zwei sind soweit gut und ja, das kommt jetzt auch gleich. Und das könnte innen sogar noch ja, ein bisschen rosa sein. Ja Leute, dann sehen wir uns drinnen beim Probieren. So Freunde, dann gibt es jetzt noch das kleine Probiererle. Auch noch Steak. Dazu Kartoffelprodukte. Und dann Blumenkohl. Alles in allem eine schnelle, perfekte Mahlzeit. Lecker. Jetzt haben wir auch was noch gegrillt nebenbei und in der nächsten Szene sind wir dann schon hinten, wenn ich Schweißgerät hergerichtet habe. So sieht es jetzt aus.
Ich zähle jetzt da hinten noch das Schweißgerät raus und ja, werde halt bloß an der Ecken anpumpen, vorne und Rückseite, dass ich die Schraubzwinge rausnehmen kann und dann lasse ich es für heute nämlich gut sein. Hier habe ich die Löcher gebohrt, kann man sehen, jawohl, wunderbar. Und ja, das kommt halt dann so daher. Ja, warum höre ich dann schon wieder auf heute? Weil es auch schon ja, gleich wieder 10 ist. So Leute, zusammengepunktet habe ich es jetzt einmal. Ja, gar nicht so einfach das Wegschweißen, wenn man schon eine ganze Weile nicht mehr gemacht hat. Aber ich denke, das werde ich schon hinbekommen. Ja, wahrscheinlich werde ich es hinterher sowieso verschleifen. Dann ist es eh nicht so wild. Und ja, was soll ich sagen? Wie gesagt, so kommt es dann dahin. Kann man es noch halbwegs sehen? Jawohl. Das wird dann gebohrt, wenn komplett verschweißt ist und geschliffen ist. Dann wird es gebohrt und dann geht's weiter, das dann dahin zu braten. Ja. Und danach geht es dann eigentlich schon mit der Kiste weiter. Ah, da war noch was. Ich wollte euch noch die Neuigkeit sagen, die sich wieder ja, in Wohlgefallen aufgelöst hat. Moment. Also, das ist ja jetzt ein Whitebody-Kabinett. Und ich habe gesagt, ich habe einen 32 Zoll Monitor. Mhm. Habe bei Amazon einen 43 Zoller gesehen, der 4K, was da wunderbar funktioniert, für 286 Euro gebraucht. Klick auf Bestellen, habe mich riesig gefreut. Und was ist? Die Bestellung wurde storniert. Wenn man nämlich bei diesen Herrschaften dann reinguckt, in die Info, bitte kontaktieren Sie mich, bevor Sie bestellen, bitte kontaktieren Sie mich, bla bla bla. Es gibt sogar bei Amazon Fake-Profile, habe ich das Gefühl. Hilft nichts. Jetzt kommt halt doch der 32 Zöller da rein. Wir werden halt dann entsprechend Rahmen noch bauen, aber ein 43 Zöller ist noch nicht aufgehoben, weil das Kabinett dafür haben wir jetzt und ja, wird halt irgendwann dann kommen, wenn ein bisschen mehr Kohle übrig ist. Ja, scheiße war's. Gut Leute, dann beende ich dieses Video an dieser Stelle. Im nächsten Teil geht es dann eben weiter mit der Schweißerei. Oder ich werde es dann fertig schweißen und ja, spätestens wenn ich das Ding dann da hinten ansetze, die Monitore mal Probe stecke, dann hole ich euch wieder dazu. Oder auch schon früher, man wird sehen. Auf alle Fälle war es in diesem Video über den V-Pin und sogar was vom Grill hat es gegeben. Was wollt ihr mehr? Leute, wir sehen uns das nächste Mal. Tschaikowski. Und dann wird richtig gegrillt.